ist immer noch Eisen drin. Kann das nicht nochmal eine Legierung eingehen, glaube ich. Ah, jetzt ist leer. Toll. Das sind vielleicht 2 Barren oder so. Egal. Okay, dann einmal hier die Eisenblöcke hinein. Das Münjelin, das schauen wir uns doch mal an. Es ist noch nicht ganz geschmolzen, dann holen wir uns mal eben Wasser. So, Freshwater. Dann, guck mal, erste ist geschmolzen, zweite ist geschmolzen, wunderbar. Das müsste der Hammerkopf sein, ne? Ja, Hammerkopf Gipsform, Hammerstiel und eins davon und 2 und nochmal eins davon dann. Soweit ich weiß, müssen die nämlich aus dem Minjolin sein. Oh nein, es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht, oh nein, ich muss noch ein Minjolin, ach weißt du was, komm. Ah, nicht den Minjolin-Kopf. So. Ich schmelze jetzt alle Minjolin-Dinger rein und dann ist okay. Dann müssen wir jetzt halt nur noch nach BM. Moos haben wir ja schon dabei. Aber weißt du was? Wenn wir nach BM gehen, dann mal ganz ehrlich. Ach nee, warte, die kann ja wohl hier bleiben, weil, ne? Partbilder, bla. Das kann hier bleiben. Nee, das kann alles hier bleiben. Okay, Schablonenstanzer. Anstrengend, 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 sag ich euch. Obwohl, alles Minjolin möchte ich doch nicht schmelzen. Ich möchte wenigstens hier noch ein paar, zack, haben, um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich Angst habe. Ja, sehr viel Angst. Vor allem Minjolin, das sieht aus wie so Dollarzeichen, ne? Der Block. Warum hat man das gemacht? Oder warum haben sie das gemacht? So, eine haben wir davon. Die zweite wird gerade gegossen. Wenn die fertig gegossen ist, dann haben wir 2 davon. Dann gehen wir nach BM. Zack. Und dann vorher, bevor wir nach BM gehen, nehme ich mir hier noch 45 Redstone-Blocks mit. Und Lack eventuell auch. Oder? Ich überlege echt gerade, ob ich das Lapis Lazuli. Nee, lass mal. Im Moment jedenfalls, lass mal. Frische Wasser habe ich ja. Zack, dann gehen wir jetzt nach oben, dann gehen wir jetzt nach BM, dann haben wir das soweit. Ach ja. So, dann gehen wir jetzt nämlich zu diesem Partbilder-Block hier. Klicken erstmal hier drauf. Du musst diese Platten haben. Aha, siehst du mal. Aber. Aber. Was? Ich habe doch alles so gemacht, wie es soll. Wieso funktioniert das nicht? Hä? Was muss... Hä? Also das verstehe ich jetzt tatsächlich mal nicht. Wir haben jetzt alles so gemacht, wie es sein soll. Wir haben jetzt echt alles so gemacht, wie es sein soll. Den Hammerkopf, die beiden Platten, den Stiel. Gibt es den etwa nicht aus reinem Minjolin? Kann das sein, dass ich deswegen... Natürlich gibt es den aus reinem. Ah ne, das ist Obsidian. Doch, natürlich gibt es den aus... Das verstehe ich jetzt nicht. Was habe ich falsch gemacht? Hammerkopf-Schablone haben wir benutzt. Die Dinger haben wir auch hier benutzt, die... Ach man... Schablone. Es gibt ja auch nur die.
Das verstehe ich jetzt gerade absolut nicht. Gibt es noch irgendwie eine andere Art, ihn zu craften? Wieso geht das denn jetzt nicht? Oder geht das... nee, das kann ja auch nicht... Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Lass jetzt erstmal drin. So, pass auf. Jetzt machen wir nämlich was ganz Stranges. Erstmal das hier rein. Schmolzenes Eisen machen wir dann. Zack. Das verstehe ich schon wieder nicht. Dann machen wir das jetzt mal anders. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Ach Mann, ey. Gehen wir erstmal hier wieder zum Hafen. So. Woran liegt das? Woran liegt das? Hier kann ich ihn ja so oder so nicht drin bilden. Oder muss ich an diesen Tisch den bilden? Ich weiß es gerade nicht. Warte mal. Ich habe hier eine vom Eisen schon mal hier. Eisenblock. Komm. Schmelz mal eben drei Eisenblöcke ein. Und hol hier das Minolin nochmal raus. Der braucht über 1000, dann machen wir hier. Minolin ist immer noch drin. 144. 72 und 72 sind 144. Das heißt, wir haben dadurch jetzt erstmal 6 Minolin-Dinger. Okay, jetzt müsste Minolin... Ja, wunderbar. Restlos leer sein. Ja. Wieso funktioniert das nicht mit dem Hammer und dem Hammerkopf und so? Das verstehe ich nicht. So, sind 9, sind 18, sind 27. Wenn das mit dem Eisen jetzt auch nicht funktioniert, dann bin ich echt sprachlos und ratlos. Weil ich meine, hier ist er ja Hammer. Hier ist er ja auch abgebildet, weißt du? Die werden aber, wenn du hier R drückst, nie angezeigt, wie du... Was ist das? Ja. Die werden hier aber nie abgezeigt, oder hundertprozentig gezeigt. Präzisionshammer, Plastikfolie, what? Ansonsten habe ich ja noch, warte mal, das Buch, aber ich glaube, da steht nichts drin. Recipes. Da sind nur die grundlegenden Rezepte, bevor es richtig losgeht mit dem Mighty Smelting und so. Habe ich hier noch das andere Buch zufällig drin? Natürlich nicht. Habe ich hier eins? Nein, natürlich nicht. Aber wir können uns das ja ganz easy craften und zwar zack. Materialien und du. Materialien und du. Da, Hammer. Tough. Eine Tough Rod. Wirklich? Wirklich, ist das der Fehler? Warum es nicht funktioniert? Wir brauchen anstatt einer normalen Tool Rod eine Tough Tool Rod. Large Plate und Hammerhead. Okay. Tough ist die dickere. Ah, jetzt müsste ich das eigentlich auf Englisch haben. Was heißt denn? Das ist die Werkzeuggriff Gussform. Werkzeuggriff Gussform. Okay. Robuste Gussgriffform. Okay.
Das wird der Fehler wohl gewesen sein. Im System. Dann schmelzen wir mal die Minulin-Dinger, obwohl. Einen können wir ja mal. Ah, komm, zwei können wir ja mal hier lassen. Obwohl, nee, warte mal, den Hammerkopf können wir auch einschmelzen. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. So, die kann ich einschmelzen. Tough, also brauche ich die dicke Rod. So, ist das jetzt mal hier langsam fertig? Klar, ohne Lava geht nichts, ne? Ach, guck mal, da wäre das mit Reels und Two gewesen. Naja, egal. Ohne Lava funktioniert nichts. So. Gottes Willen, bin ich heute schlecht. So, dann bin ich mal gespannt. Dann machen wir das jetzt erstmal mit dem... Eisen. Ja. Nehmen wir jetzt erstmal das Eisen. Hammerkopf. Tathrod 1, 2. So. Beim letzten Mal haben wir uns ihn ja erschietet sozusagen. Aber jetzt craften wir uns ihn mal richtig. So, eine Platte. Eine haben wir ja noch, egal. Dann kriegen wir auf jeden Fall den komplett leer. Zack. So, das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3 Komponenten. Die Tathrod braucht man tatsächlich, ey. Ach Mann, ey. Ach Mann, bin ich doof, ey. Naja, es hat auch nicht wirklich... Was ist das denn? Achso, das ist das Teleplattenregister. Das sieht hier anders aus. Telepad-Register. Ein Telepad-Register. So, dann nochmal hier ein bisschen füllen. In der Zwischenzeit nochmal ein Brötchen reinfudern. Reinklamüsern. Einmal hier wieder hier rüber. Minilin ist durchgeschmolzen. Den Minilin-Kopf haben wir. Die Platten haben wir auch. Ich brauche eigentlich nur die Tathrod. Was für eine komplizierte Sache, ne? Was für eine komplizierte Sache. Tschüss, Zombie. Adieu. So, dann lass uns mal gucken, ob es das jetzt funktioniert hier. Verrottetes Fleisch. Igitt. Und ciao, verrottetes Fleisch. Hier ist ein Enderman. Ich habe lange keine Enderman mehr gesehen oder gehört. Ich brauche die Enderpearl. Ja. Da sind sogar zwei. Lange kein Enderman mehr bekämpft. Leider auch keine Enderpearl gedroppt. Wo ist der andere Enderman? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Naja, okay. Viel Spaß, Enderman. Also, da ist unser Fleisch. Viel Spaß, Enderman, hier. So ganz allein. Ich sehe dich. Ha! XP, XP, XP. Was ist das denn? Ich frage mich gerade, was das war. Aber wir haben eine Enderpearl auf jeden Fall schon mal bekommen. Das ist gut. Die werden wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwann brauchen. Wir haben auch so wenig Enderpearls im Moment. Von daher ist alles, was wir kriegen können, sehr gut. So, auf einer Black Mesa. Da sind wir auch schon. Und dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert mit der Tathrod. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, meine Lieben. So, dann wechseln wir die mal aus und packen wir... Dein Ernst. Warum habe ich nicht vorher reingeguckt? Warum habe ich nicht vorher reingeguckt? Ohne Scheiß. Hier, zack, da haben wir den Hammer. Und dann machen wir uns noch mal einen aus Eisen.
Warum habe ich nicht vorher reingeguckt? Zack, da haben wir auch den verstärkten. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Bin ich doof. Bin ich doof. Zack. So. Oh, ich denke die ganze Zeit, hier kommt gleich Lava runter, ne? Das Gold schmelzen wir als nächstes ein. Weil hier sind ja auch noch ein paar unfertige Goldblöcke. Na, wobei auch sehr, sehr viele unfertige Eisenblöcke jetzt. Aber ist egal, die zwei können wir hier mal einschmelzen. So, dann packen wir jetzt als allererstes unser Minulin-Ding hier hin. Und einen Moosball drauf. Dann kommt als nächstes Speed. Mining Speed, und zwar sehr, sehr viel. Was, ist schon fertig? Ach, krass. Die Blöcke sind schön und gut, aber es nervt, dass man auch zwischendurch einfach normale nehmen muss. Normales Redstone. Weil es ansonsten nicht funktioniert. So, als nächstes wäre 100 angesagt. Dann haben wir nämlich auch alle Angriff 3 Herzen. Dann haben wir nämlich jetzt auch Speed mit bei. Oh Mann, ey, das nervt. Dein Ernst, einer fehlt noch. Ein Redstone fehlt noch. Dein Ernst, ey. Hier habe ich jetzt nichts. Okay, muss ich doch nochmal einen Block auseinandernehmen. Ein Redstone fehlt hier auf dem Stück. Zack, da haben wir es. Mehr Modifikationen können wir nicht drauf. Und wie nennen wir ihn denn mal? Der Weltenreißer? Nein. Durchbrecher. So, unser kleiner Durchbrecher. Jetzt testen wir den doch mal. Oh, ich muss schon wieder was trinken. Aber jetzt testen wir ihn erstmal. Oh, ist unser Durchbrecher geil. Der ist genauso geil wie unser Mod, die wir vorher hatten. Mit dem Unterschied, der macht auch Erzblöcke und so kaputt. Und hat eine sehr hohe Durability und heilt sich selber so. Also, ne, weißt du, wie ich meine. Heilt sich nicht selber, aber der repariert sich dann nach einer Zeit wieder. Ah, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Und zwar sehr, das gefällt mir, und zwar sehr, das gefällt mir, und zwar sehr. So, wo ist jetzt Wasser? Irgendwo brauche ich mal Wasser her. Konnte ich nicht den Thirst Mode auch ausstellen? Keine Quest angenommen? Nein, das mache ich nicht. Also bei der 1.6 konnte ich den ausstellen. Hm, okay, scheinbar nicht. Scheinbar geht's nicht. Egal. Wir gehen mal eben was unten trinken. Aber weißt du was? Ich mach's mal anders. Aber der Gute ist, der Creeper hat uns hier. Wieso ist denn da? Ach, das wird wahrscheinlich von Soundcraft sein, ne? Da schätze ich jetzt einfach mal, wette ich jetzt einfach mal. Das wird hundertprozentig von Soundcraft sein. Oh Gott, Soundcraft müssen wir auch noch. Oh. Hafen. So viel zu tun. Kann ich auch einen ganzen Eimer trinken? Nee. Meine Kollektor sind schön voll.